Hallo und willkommen zu Folge 98 vom Rauschgenerator. Heute haben wir wieder ein Atari ST-Spiel, weil es davon einfach ohne Ende welche gibt. Und ich habe mir heute Pinball Magic ausgesucht, weil es ein Scheißspiel ist und weil es mir gerade auch ein bisschen scheiße geht. Ich habe mir irgendwie ein Darmvirus eingefangen. Ich habe keine Ahnung, morgen bin ich beim Arzt. Soll euch aber nicht interessieren. Aber deswegen geht es alles jetzt ein bisschen zäh voran und ich hatte nicht wirklich mehr Energie, ein gescheites Spiel reinzumachen. Auch ob ich Samstag jetzt ein Live mache, weiß ich noch nicht, je nachdem, wie es mir gehen wird. Aber das werdet ihr ganz einfach sehen. Okay, warum ist es ein Scheißspiel? Eigentlich hat es ganz gute Wertungen gekriegt in den, in den Kritiken. Gekriegt in den Kritiken. Herrgott, Alex, an den Deutsch feilen wir nochmal. Naja, Flipper-Automaten, mit denen stehe ich ganz einfach prinzipiell auf Kriegsfuß und stand es schon immer. Und vielleicht finde ich da draußen irgendwo mal Menschen, die mich verstehen, weil mal prinzipiell Flipper-Automaten sehen cool aus. Und gerade damals waren die so ziemlich in jedem Eiscafé gestanden, ja, an jedem Minigolfplatz, in jeder Kneipe. Es gehörte einfach dazu, vor allem weil jetzt so die klassischen Videospielautomaten haben jetzt die ältere Generation vor allem nicht so angemacht. Und so ein Flipper, da ging halt schon ein bisschen mehr, da war grafisch ein bisschen mehr. Hier übrigens lasse ich jetzt einfach mal die verschiedenen Levels, die es gibt, einfach mal so, die lädt er so nach und nach. Einfach mal zum Zeigen und dann fange ich irgendwann an, das werdet ihr sehen. Also die waren einfach überall, sahen natürlich immer geil aus, hatten jeder so ein eigenes Design, meistens irgendwelche Rockbands oder von Filmen, so Star Trek oder an was kann ich mich noch erinnern. Von irgendwelchen Rockbands halt dann so das Design. Ist ja schön und gut. Wenn nicht dauernd der Ball einfach in die Mitte gehen würde, wo man ihn nicht erreichen kann, aber wirklich so gar nicht. Und so läuft bei mir das übliche Flipperspiel. Ich aktiviere also den Ball, also stoße den so an, dass der so ins Feld geht, dann macht er ein paar Mal Jing 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 und fällt in der Mitte durch. Das ist mein Standard-Flipperspiel. Natürlich Vorführeffekt. Mein erstes Spiel läuft nicht so, sondern das geht ganz gut voran. Ich komme relativ schnell in den zweiten Level. Was ich im Testspiel, was ich davor gemacht habe, das war so ein typisches Ich-Spiel, wo also der Ball kommt, macht Jing 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 und fällt in der Mitte durch. Ich mache danach noch ein zweites Spiel und das wird relativ typisch werden. Und deswegen ist Flipper einfach kein Spiel für mich, auch wenn ich das Prinzip echt toll finde. Ja, ihr habt ja auch hier gesehen, so, es wird ein bisschen das verwirklicht, was auf dem Computer dann natürlich geht, dass man so ein bisschen Breakout damit macht vielleicht. Ja, also die Klötzchen da abschießt quasi damit. Nee. Also so lief einfach Flipper bei mir immer und läuft auch immer, wenn ich das mal wirklich probiere. Und hier habe ich jetzt mal angefangen. Wenn der Bildschirm übrigens so flackert, ich kann mit den Shift-Tasten, kann ich quasi wie gegen den Automaten stoßen. Was halt, wenn er irgendwo so auf der Kante ist, dass er vielleicht rechts neben rausfällt, wo ich nicht mehr erreichen kann, dass ich da den Automaten stoße. Was ja eigentlich Cheaten war bei den richtigen Automaten, dass man so den Automat anstoßt. Hier ist es aber mit verwirklicht. Und ja, da bin ich schon Level 2. Warum auch immer. Ne, da geht also oben muss man also erreichen, dass diese Tür aufgeht, ein Exit, und dann kommt man in den nächsten Level. Ich habe jetzt nicht unbedingt Ahnung, wie man das erreicht. Aber ist ja auch nicht so, als ob man wirklich großartig zielen könnte. Sondern man muss froh sein, wenn man irgendwie den Ball erwischt. Oder die Kugel meinetwegen. Und Glück haben, dass sie nicht rausgeht. So, und hier reagiere ich ein bisschen spät mit dem Stoßen, weil ich halt wieder, Moment, wo war das gleich? Ah, auf den Shift-Buttons, okay, gut, also auf den Shift-Tasten. Und wer die Atari ST-Tastatur kennt, also aktivieren tut man hier den rechten und den linken Schläger mit Alternate links und Caps Lock rechts. Naja, und die Shift-Tasten drüber sind halt jeweils das rechts oder links anstoßen. Okay, ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt hier so viele Bälle habe. Ich sehe es auch nirgendwo so wirklich angezeigt, wo die Bälle sind. Also gerade was die Anzeige angeht, ist echt so, ich habe keinen Plan von dem Spiel.
warum das Wie hier verwirklicht ist. Ja, und damit hätte ich das Spiel schon beschrieben. Ihr kennt Flipper sicherlich. Und wenn es von irgendwelchen Public Domain Spielen auf irgendwelchen PD-Sammlungen ist oder irgendwie sowas halt. Ja, und Flipper hat mich einfach als Kind immer wieder gereizt, ja. Man war irgendwo mit den Eltern im Eiscafé, oh, da steht ein Flipper, ich will Flipper spielen. Dann hat man Flipper gespielt und ja, die Mark war dann auch einfach schnell weg. Das waren dann die drei Bälle, die man meistens gehabt hat. Zonk, Batsch, in die Mitte weg. Zonk, Batsch, in die Mitte weg. Zonk, Batsch, in die Mitte weg. Und damit war die Mark weg. Und das ist so das typische Flipperspiel bei mir. Oder natürlich auch ganz famos, ist, der Ball geht einfach rechts neben raus, wo man ihn eh auch nicht mehr erreichen kann. So dass ich auf Dauer, und diese Phase hat schon begonnen, als ich noch Kind war, hat mich Flipper einfach tierisch angekotzt, weil ich wusste ganz genau, das wird eh nix. Was soll ich mich mit dem Quatsch da aufhalten, ja? Und dann ist irgendjemand anderes hingegangen und da fällt der Ball einfach nicht in die Mitte. Und die anderen sind da am Highscores am Machen und so. Und so eine Situation, dass der Ball da einfach mal straight durch die Mitte fällt, gibt's bei denen einfach nicht. Ja? Es ist so, wie wenn ihr Magic spielt zum Beispiel, ja? Und, also, mir geht es dann manchmal einfach so, dass man dann mal so 5 Länder hintereinander zieht, obwohl man schon, was weiß ich, 7 liegen hat. Ja. Und das passiert anderen einfach nicht. Keine Ahnung warum. Das ist so, es ist, keine Ahnung. Also da könnte ich mich jetzt ewig drüber aufregen, wieder übers Universum und dass irgendwie da ein Bug im Universum einfach ist, was einfach solche Spiele für mich nicht fair macht. Ja, kann ich mich noch über irgendwas auslassen? Ja, kann ich mich. Ich bleib mal bei dem Spiel. Das Spiel ist von Lorisiel. Lorisiel haben auch noch ein paar andere eigentlich schöne Spiele gemacht, zum Beispiel Sherman M4. Das ist so ein Panzersimulator, wenn ihr so wollt. Der kam aber erst nach Pinball Magic, soweit ich weiß. Werde ich sicher auch irgendwann machen, aber dann möchte ich ein bisschen verüben. Das Spiel war gar nicht schlecht, habe ich ganz gern gespielt. Naja, und jetzt habe ich hier halt meinen Namen eingegeben bei der Highscore. Ich mache jetzt noch ein kurzes Spiel, das jetzt auch nicht so doll läuft. Kann ich noch was erzählen? Ja, ich habe die letzte Woche, deswegen hat es jetzt gedauert, auch bis dieses Spiel kommt, mal abgesehen davon, dass es mir jetzt schon seit ein paar Tagen nicht so doll geht, her vom Bauchbereich her. Details wollt ihr nicht wissen. Das nämlich, ich habe ja mal vor einer Weile erzählt, ich habe mir ein neues billiges Video-Capture-Teil geholt. Und ich bin ja mit der Qualität ist so eigentlich ganz zufrieden, ist echt okay. Habe aber erst später irgendwann mal drauf geguckt, dass die Treiber dabei nur für Magic 7 sind. Ich habe mittlerweile ja aber Magic, ach du lieber Gott. Für Windows 7 sind Magic 7. Ja, ich war wieder zu viel bei Magic. Egal. Also für Windows 7 sind. Ich habe mittlerweile aber Windows 10 drauf. Naja, und irgendwann, also es lief ja die ganze Zeit, hat mir zwar ab und zu Fehler gemacht, was man beim Live gemerkt hat, wenn er mir kurz vorher dann mal so ein paar Fehler gemacht hat. OBS ist dann meistens abgestürzt. Ich kam aber nicht unbedingt drauf, dass es am Treiber liegt von dem Teil. Aber da Windows 10 ja sich immer weiterentwickelt und immer inkompatibler zu früheren Windows-Versionen wird, ganz automatisch, was ich zum Beispiel daran merke, dass am Anfang noch wunderbar Dune 2000 und sowas liefen oder auch Panzergeneral, mittlerweile nicht mehr. Also Windows 10 ist nicht gleich Windows 10. Das aktuelle Windows 10 ist definitiv inkompatibler zu früheren Windows, als das Windows 10 am Anfang war. Und ja, mit Kompatibilitätseinstellungen könnt ihr mich mal, weil das hat bei mir noch nie funktioniert. Ich habe noch nie irgendein älteres Windows-Spiel zum Laufen gebracht, egal auf welchen Windows-Versionen, unter welchen Windows-Kompatibilitätseinstellungen. Es lief noch nie. Und da muss ich also mal gucken, was ich mache. Ich meine, ich habe noch andere Rechner hier, auf denen ältere Windows-Versionen sind. So, hier ist jetzt auch Game Over.
Auf jeden Fall habe ich jetzt tatsächlich endlich einen Windows 10 Treiber dafür gefunden. Der scheint auch zu laufen. Und damit habe ich dieses Scheißspiel, also ich kann dem Spiel jetzt keinen Vorwurf machen, Flipper ist einfach ein Scheißspielprinzip, einfach weil man sein Game Over nicht beeinflussen kann, wenn diese Scheißkugel halt dahin fällt, wo man sie nicht abfangen kann. Kleine Verzögerung gab es auch hier immer wieder beim Spielen, was hieran liegt jetzt, dass ich das Bild auch erst da zu sehen bekam, nachdem es durch den Videograbber, durch den PC, auf dem PC-Bildschirm gelandet ist und habe es hier nicht aufgesplittet auf meinen Zweitbildschirm, den ich hier habe, weil das so ein kleiner LCD-Bildschirm hier ist, hier am Schreibtisch, wo ich jetzt sitze. Und dem ist das Signal, was er da bekommt vom Atari ST, irgendwie zu hell. Der liefert da kein ordentliches Bild, beziehungsweise das geht dann so weg, das schmiert so richtig weg, als wenn der LCD-Bildschirm gleich explodieren würde. Okay, damit sind wir hier auch wieder durch. Irgendwann demnächst kommt Folge 99, irgendwann demnächst kommt es live, ihr werdet sehen wann. Und dann bis denn und ciao.